Moin, Weihnachten 1945 in Demmin. Mein kleiner Papa war damals so 10 Jahre alt. Er hatte ganz schlimme Dinge erleben müssen. Die großen Nazi-Bonzen und die Elitesoldaten hatten die Hitlerjugend der Stadt aufgeheizt, hatten ihnen alle schweren Waffen gegeben und haben gesagt, verteidigt die Stadt Demmin. Sie selbst sind alle getürmt, gen Westen. Und die fanatisierte Hitlerjugend hat mein kleiner Papa in den Straßen kämpfen sehen, wenn dann mit Panzerfaust sie einen Panzer zerschossen oder irgendwas. 3 Tage lang hat der Kampf gedauert und 178 Russen wurden getötet von Jugendlichen. Daraufhin nahm die Rote Armee bitter Rache und hängte viele Jugendliche im Stadtpark an die Bäume. Mein Vater hat viele Gräueltaten gesehen als kleines Kind und seine eigene Mutter hat Schlimmstes erlebt und er war dabei. Und wie er nun so da war, kurz vor Weihnachten und alles war traumatisiert, sein Vater in Gefangenschaft, da wollte niemand mit ihm Weihnachten feiern. Aber mein Vater wollte Weihnachten feiern. Also hat er sich Patronenhülsen gesucht, die da überall rumlagen, ein Bodenende abgemacht, da rein Wachs reingeschmolzen mit einem kleinen Faden drin und hat sie irgendwie da wieder rausgekriegt durch Erhitzung. Jedenfalls hat er eine Handvoll Kerzen sich selbst gebaut. Dann hat er noch ein paar Wattebäusche gefunden. Und dann ist er ganz allein im Schnee in den Wald gestapft, hat die Wattebäusche auf die Tanne gesetzt vor sich und ein paar Kerzen versucht irgendwie anzubringen. Und dann hat er vor dem Tannenbaum gesessen und geweint. Das war 1945 Weihnachten für meinen Papa. Also, wenn wir heute klagen und Sorgen haben und Corona-Zeiten und Weihnachten uns verhageln, ja, dann sollten wir doch mal überlegen, dass es immer schon Zeiten gab, wo Weihnachten echt anders oder gar nicht gefeiert werden konnte. Gott segne uns mit einer besinnlichen, bescheidenen Zeit bis Heiligabend und mit seiner Nähe an Heiligabend. Die kann uns nämlich nichts und niemand nehmen.